und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit Hintergrund zu meinem Biotop-Aquarium, was gerade sehr chaotisch aussieht. Lasst euch davon nicht beirren. Das liegt einfach daran, weil bald Umzug ist und mich hat aber noch ein Paket erreicht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist hier drin und ich würde mal sagen, wir packen das gemeinsam aus, denn es ist etwas drin, was nicht nur mein Leben verbessert, sondern auch eures. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Da ist das Schmuckstück. Einmal der Tetra My Feeder, die neueste Version, daher sind alle Kinderkrankheiten ausgemerzt, falls ihr das Gerät schon mal hattet. Dann machen wir das Ganze mal auf. Ich glaube, das Gerät ist aktuell auch im Angebot bei einem großen A und ich habe euch den Link einmal unten in die Infobox gesetzt. Da kommt ihr dann direkt zum Gerät. Was ich auch gut finde, steht hier drauf, sind Wata-Batterien drin. Das finde ich auch wichtig bei so einem Automaten, dass man hochwertige Batterien dabei hat. Oh, das sind sogar diese industriellen Batterien, die benutze ich selbst auch in meinem Profi-Fotobereich für meinen Blitz. Die sind sehr gut, also wenn die alle sind, dann haben sie immer noch Power, um LED-Lichter zu betreiben. Also diese Batterien kann ich euch allgemein ans Herz legen und ich finde es echt positiv, dass die hier mit beiliegen. Das ist nicht selbstverständlich. So, da ist die Box. Und da ist das Gerät und eine Anleitung. Gebildert und Deutsch und Englisch. Schauen wir uns mal einmal an. Ich finde die Anleitung sehr gut. Die ist in mehreren Sprachen sogar, also nicht nur Deutsch und Englisch. Dann haben wir hier das Gerät. Und im Vergleich zu meiner Handfläche ist das Gerät relativ groß, mich aber jetzt nicht stört, wenn man das Gerät dauerhaft am NanoCube behält, ist es vielleicht störend, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass man so ein Gerät dann nur nutzt, wenn man im Urlaub ist oder ein paar Tage weg. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Man kann hier mit einem Drehrädchen und einem Gummiteil das Ganze hoch und runter schieben, zeige ich euch gleich nochmal. Und dann hier nochmal am Glas festklemmen, was sehr stabil wirkt. Hier vorne ist die Futterkammer und die ist sozusagen nochmal hier geschützt durch dieses Teil, was natürlich den Sonnenschutz in dem Falle imitiert. Und hier ist die Futterkammer, wo man die Futtersachen reintut. Okay, also es kann immer nur eine Futterart rein. Finde ich jetzt indirekt nicht so schlimm. Ich hätte aber gedacht, dass man verschiedene Futterarten reinmachen kann. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, aber ist überhaupt nicht schlimm. Also würde mich jetzt nicht vom Kauf abhalten. Und dann hat man hier das Gerät selber. Ist ein bisschen groß, aber dafür ist das Display sehr groß gehalten, nicht so klein. Ich habe ein anderes Gerät, das ist das Display wirklich klein. Da muss man genau schauen. Und hier sind die Knöpfe auch mit so einem Gummi überzogen, was es natürlich alles komfortabler zum Tippen macht und auch die Haptik ist echt super. Das Teil kommt sehr wertig darüber. Ich hatte schon sehr viele Futterautomaten, deswegen könnt ihr euch auf meine Meinung verlassen, wenn ich das mal so sagen darf. Dann baue ich jetzt mal alles zusammen und dann gehen wir zum Aquarium. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal erwähnen, dass mir Tetra freundlicherweise drei verschiedene Futterarten zur Verfügung gestellt hat. Und ich diese hier in diesem Futterautomaten teste. Das ist einmal ein Granulat, ein Flake-Futter und ein Flockenfutter, bzw. Crisps.
Und man kann in den Maifeeder auch getrocknetes Futter tun. Und hier programmiere ich das Gerät gerade eben schnell. Das ist wirklich selbsterklärend und sehr einfach. Man stellt die Uhrzeit ein und danach die Futterungszeit, wie oft sich das Gerät drehen soll. Dann füllt man das Futter einfach ein und steckt es an und dann geht's ab aufs Aquarium. Die Installation ist kinderleicht und in Minutenschnelle kann man den Fisch füttern lassen. Die Dosierung auf der kleinsten Stufe ist auch für einen Kampffisch perfekt geeignet. Das hatte ich bei anderen Futterautomaten immer bemängelt. Deswegen ist das für mich natürlich sehr positiv in diesem Falle. Und man sieht, dass das Tier auch Spaß hat am gefüttert werden oder am Fressen an sich. Die Flakes sinken nach kurzer Zeit und das ist für Kampffische meistens ein Spaßfaktor, wie man hier sieht. Das ist mein Mädelsbecken, sind alles Geschwister und die verstehen sich blendend. Ist jetzt nicht unbedingt zum Nachmachen geeignet, wenn man keine Erfahrung hat, aber die meisten wissen das ja schon. Aus unserer Facebook-Gruppe lade ich auch recht herzlich ein. Aber darum geht es ja heute nicht. Es geht um den Futterautomaten von Tetra und ich möchte einmal nochmal hinzufügen, dass ich das Gerät geschenkt bekommen habe, um hier ein Video für euch zu erstellen. Daher muss ich das Video als Werbung kennzeichnen. Ich habe aber meine Meinung hier transparent für euch geteilt und das Gerät auch wirklich getestet und nicht nur in die Kamera gesagt, dass es gut ist. Es ist wirklich sehr gut. Ein paar Abstriche hat man natürlich in der Größe, aber ansonsten echt top Gerät und ich kann es nur weiterempfehlen. Und falls ihr jetzt Interesse habt, dann schaut gerne in die Infobox, da habe ich euch das Gerät einmal verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar, wie oft habe ich Futter gesagt. Ich freue mich über jeden Kommentar und natürlich auch über ein Abo. Und ja, Support ist kein Mord. In diesem Sinne, hier sind noch weitere Videos und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!